Wenn ich das so überlege, 50%, mindestens 50%, 50%, 150%. Gabi Dohm, allein die Schwarzwaldklinik mit 28 Millionen Zuschauern ist ja die populärste Serie in der Geschichte des deutschen Fernsehens geworden. Ja. Wie lebt man eigentlich mit der Schwester Christa oder mit der Frau Dr. Brinkmann im Privatleben? Ach, eigentlich ganz gut. Ich habe mich daran gewöhnt. Am Anfang hatte ich Schwierigkeiten, mich an die Popularität zu gewöhnen oder daran zu gewöhnen, dass es man nicht die Rolle verehrt, sondern eine Person verehrt oder das gleich vermischt, Rolle mit dem Privaten. Aber ich finde es ganz schön. Aber irgendwann läuft ja auch mal die Schwarzwaldklinik aus. Die Folgen, die sehen wir auch noch dieses und nächstes Jahr. Aber ich glaube, die Dreharbeiten gehen so langsam dem Ende zu. Mhm. Bis Ende Juli, Mitte August, sowas, ja. Und werden Sie dann die Rolle vermissen? Ich werde das Team vermissen, denn wir haben doch 4 Jahre zusammengearbeitet und da wächst man schon sehr zusammen. Aber ich würde mich freuen, etwas anderes zu machen. Wieder eine Serie? Ich hoffe auch manchmal auf einzelne Fernsehspiele mit einer durchgehenden, vielleicht auch mal ernsthaften Rolle. Aber ich auch vielleicht mal eine lustige andere Serie, ja? In einer lustigen Serie. Also, das hat ja der Wolfgang Rademann jetzt gehört. Ja? Ne? Günter Strack, wir hatten vorhin diesen Film, diesen Ausschnitt, der ja sehr schnell erraten wurde. Das war Ihre erste große Rolle in Amerika. Warum sind Sie eigentlich nicht mehr zurückgegangen? Ja, nun, ich war ein halbes Jahr in Amerika und hatte das Glück, ich wollte eigentlich gar nicht dahin, dass Hitchcock mich ausgesucht hatte, mich in einem deutschen Film, Wunder des Madarias, gesehen hat und mich rüberholte. Und ich muss sagen, damals war die Sehnsucht nach Hause zu den Kindern sehr stark und ich habe mich eigentlich gefreut, als ich wieder nach Hause kam. Und danach, der Hitchcock wollte immer noch einen Film, 5-mal R hat er mir immer erzählt, R, 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 R machen, aber der ist nie zustande gekommen. Also, mein Gott, die Lust war nicht so groß. Das ZDF wurde 63 gegründet und hat mir unheimlich viele Möglichkeiten gegeben. Ich weiß, im ersten Jahr 1963 habe ich gleich 2 Rollen gespielt, nämlich Verkündigung von Claudel und danach Wölfe und Schafe, ja. Das waren gleich 2 Fernsehrollen im ersten ZDF-Jahr. Nun gut, und das ZDF ist mir bis heute treu geblieben, ich ihm. Also ich meine, ich hoffe, es wird so weitergehen und in Zukunft haben wir ja auch noch einiges vor. Also Hitchcock hat Sie als Kaplan entdeckt? Nein, das hat Vicky getan. Bernhard Vicky hat mich als Kaplan besetzt im Wunder des Malachias. Habe ich den Kaplan Merz gespielt. Das heißt, aber in dieser Rolle hat sie Hitchcock dann gesehen. Ja, gut. Und jetzt geht es ja nun weiter. Irgendwo muss das ja etwas ganz Bestimmtes damit zu tun haben, dass Sie mit Leib und Seele Ende des Jahres wieder einen Seelsorger spielen. Ja. Haben Sie da eine ganz besondere Beziehung dazu? Ja, ich glaube, wenn man keine Beziehung zu einer Rolle hat, dann nimmt man sie nicht an. Und ich bilde mir ein, das ist vielleicht etwas vermessen, aber dass ich eine Beziehung zu dieser Figur habe. Nun habe ich natürlich auch ein fabelhaftes Drehbuch vorgefunden und es macht uns große Freude. Wir haben den 60. Drehtag gehabt, also wir sind mittendrin. Wir haben insgesamt 154, also ein Drittel ist schon gut vorbei und wir sind dabei und ich freue mich auch weiter auf jeden Drehtag. Apropos Drehtag, der Tommy sitzt ganz gelassen hier. Ich weiß, ich bewundere es. Am Sonntag hast du Wetten, dass ich finde es prima, dass du heute zu uns gekommen bist. Du kommst herein. Du machst eigentlich gar nichts. Alle Leute jubeln, strahlen, freuen sich, dass du da bist. Überlegst du dir immer, dreh dich so auf oder so? Oder ist das? Nein, immer mit der Nase nach vorn. Das ist ganz wichtig. Tommy, du bist ja nun am Gipfel, oben, angekommen. Über dir nur noch blauer Himmel, strahlender Sonnenschein. Sag mal, was hast du noch für ein Ziel? Na, wieder runter. Nein, bitte nicht. Nein, ich muss doch noch ein Ziel geben jetzt, wenn man so ganz oben ist, wenn man sagt... Ach, mit dem ganz oben, es ist ja nicht so. Es ist ja nicht so, dass man auf Wolken schwebt und sagt, Freunde, ich bin ganz oben. Ich habe mir gestern gedacht, ich habe eine Zeitung durchgeschaut und dachte, oh Gott, ich bin nicht drin, toll. Das ist wahrscheinlich das Gefühl, dass man sagt, jetzt ist man ganz oben und froh, wenn man irgendwie nicht in der Zeitung steht. Also es lebt sich schwer oben und man hat immer noch ganz gerne ein Stückchen vor sich und ich habe das Gefühl, dass ich noch viel vor mir habe. Also wenn ich jetzt davon ausgehe, dass ich so mit 37 nichts mehr erreichen kann, das wäre schlimm. Ich glaube, da passiert schon noch ein bisschen was. Hoffe ich. Du bist die Nummer 1 und jetzt wirst du 1A.
Nee, du, Nummer eins, das, man muss das anders sehen. Also es gibt so viel, gerade im Fernsehen, in Unterhaltung, so viele verschiedene Bereiche. Und man kann so toll auf der großen Wiese leben. Und ich muss natürlich auch sagen, gerade an dieser Stelle, ich habe mich ja ins gemachte Nest gesetzt. Also die 50% oder die drüber, von denen du gesprochen hast, die habe ich mir ja nicht erarbeitet, die habe ich übernommen. Ich versuche es zu halten. Und ich möchte gerade mal an dieser Stelle, jetzt weil wir schon so ZDF-Feier hier haben, ich meine, am Anfang habe ich mich ja immer gar nicht so richtig getraut, auf den Frank zu gucken, weil ich gedacht habe, oh, kaum erwähne ich ihn, wollen sie ihn wieder haben. Jetzt langsam traue ich mich und ich möchte eigentlich an dieser Stelle immer Dankeschön sagen, weil so langsam die Last abfällt, die Erblast. Jetzt kann ich also sagen, Dankeschön, Frank, also von den 50% gehören immer noch 45 dir. Na, da, na. Also ich muss sagen, das ist so ein richtig schönes Familienfest hier. Man fühlt sich richtig unter und ich hast das ganz prima gemacht. Sag mal, Thomas, das Sendezentrum am Lerchenberg, das kennst du ja. Da warst du ja schon oft. Ich gehe immer staunend daran vorbei, aber das hat mir noch keiner reingezogen. Wirklich? Du kennst es noch nicht von innen? Nee, nur von außen. Aber das ist auch nicht für uns. Ich meine, wir machen ja Unterhaltung, oder? Ja gut, ich meine, aber das ist eine ganz wichtige Stelle. Gabi, waren Sie schon mal dort? Ja, ich war schon mal dort, habe eine Ansage gemacht. Ah. Eine Ansage? Ja. Mhm. Waren sieht man früher? Fast nur Anzüge da, glaube ich. Ja, alles. Ja, richtig. Ja, ja. Könntest du sagen, kennen Sie es? Natürlich kenne ich es. Ja, also so natürlich ist es nicht. Viele unserer Zuschauer kennen dieses Gebäude. Nein, Haken. Mhm. Sie müssten mal ganz schnell so oben, nicht, nein, Sie müssten ausgezogen auftreten. Ja. Würden Sie es tun? Nein, das würde ich nicht tun. Und ich glaube, dass man auch in jeder Situation und bei jeder Rolle das viel besser versteckt zeigen kann. Indem man ein bisschen schummelt und indem man ein bisschen, also ich über eine Mauer schaut vielleicht. Ja, also ich glaube nicht, dass es, ich finde, versteckt ist immer erotischer als alles zeigen. Also das heißt im Klartext, Gabi Dohm würde sich nicht vor der Kamera ausziehen. Nein, würde ich nicht. Günter Strack? Ich brauch's erst gar nicht zu tun, hab die Lacher schon auf meiner Seite. Aber um es ganz ehrlich zu beantworten, ich würde mich nicht ausziehen, nein. Auch wenn ich ein Adonis wäre, nicht. Also, ich finde, ein kräftiger Mann kann sehr ästhetisch aussehen. Ja, natürlich, das ist ganz klar.